Ja, die Reparierenfertigkeit ist auch sowas, die werden wir wahrscheinlich irgendwann schon verbessern. Aber jetzt ist es irgendwie noch nicht notwendig. Ich liebäugle eher damit, Schlösser öffnen und Taschendiebstahl und sowas zu verbessern. Weil wir das doch hin und wieder, denke ich, brauchen werden. Und ich es hasse, wenn man in Spielen so Truhen und sowas verpasst, weil man zu schlecht im Schlösser verbessern ist. Schlösser verbessern. Oh! Das sind nochmal so viele. Hier ist auch noch einer. Alter Schwede. Die sind schon noch starke Orks. Na komm her. Man nennt mich nicht umsonst den Schlechter der Nekromanten. Dann werde ich es ja wohl hier noch mit ein paar Orks aufnehmen können, oder? So, wo ist der nächste? Komm her. Komm her. Boah, wir sollten den ganzen Wald einfach abarbeiten. Damit wir so viel Erfahrung einstecken. Werden wir vermutlich auch früher oder später machen. Oh, okay, jetzt wird's brenzlig. So. Ah ja, der Meteorschlag, herrlich. So. Na komm, Junge. Ja, und da kommt schon der nächste. Das gibt's ja nicht. Na komm. Was diese Drecksviecher hier machen? So, Mana-Tränke haben wir genug. Nehmen wir mal zwei zu uns, weil ich glaube, wir können jetzt nicht sofort wieder schlafen. Man kann ja nur in einem gewissen Abstand schlafen, das haben wir schon festgestellt. So. Ah ja, hier sind die Soldaten. Oh, ein Silberschlüssel. Den wird man hier irgendwo einsetzen können. Wie sieht es denn auf der Karte gerade aus? Ja, wir sind schon ein Stück weg. Schauen, wie lange dieser elendige Wald noch dauert. Ah, da kommt der nächste. Oh, da kommen gleich mehr. Boah, da kommen gleich drei Stück. Eins gegen eins ist eigentlich kein Problem mit der Heilung. Zwei gegen eins wird dann aber schon unangenehm. So. Na komm. Mistvieh. Okay. Ja, auch eine Parallele zu vielen Spielen. Die Orks sind und bleiben die Arschlöcher. Okay, hier scheint es ein bisschen ruhiger zu werden. Das ist doch immer das Gleiche. Johann tu dies, Johann tu das. Ich schwöre, das ist das allerletzte Mal, dass ich die Drecksarbeit mache. Mich hier auf die Jagd nach ein paar kleinen Drecksmenschen zu schicken. Ich werde einfach nicht geschätzt. Das ist das Problem. Hey, dieser Geruch. Kann das sein? Wenn es das ist, was ich glaube, dann lächelt mir Fortuna heute. Hehe, ich glaube, ich komme vor den anderen nach Hause. Na, so etwas. Wenn das mal nicht einer der Gezeichneten ist, der da wie ein verlorenes Lamm durch den Wald irrt. Johann heißt der Kerl. Kerl. Ihr verwechselt mich mit jemandem. Wer sind diese Gezeichneten, nach denen ihr sucht, Echsenjockey? Verzeiht, Echsenjockey. Gerne würde ich mich mit euch unterhalten, aber wie ihr seht, habe ich gerade genug mit diesen Ork-Banditen zu tun. Wenn ihr und euer schwefliger Freund etwas Zeit habt, könnt ihr mir gerne zur Seite stehen. Doch lieber das Erste. Ihr verwechselt mich mit jemandem. Wer sind diese Gezeichneten, nach denen ihr sucht, Echsenjockey? Eure Aura verrät euch, fetter Mensch. Es besteht kein Zweifel. Ein Gezeichneter seid ihr. Und deshalb und wegen des Echsenjockey müsst ihr jetzt sterben. Wartet, verdammt. Von was für einer Aura redet ihr da? Was? Ihr wisst? Das wisst ihr nicht?
Beim Herrn des Chaos? Höchst interessant. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat. Nun, darüber werde ich später nachdenken. Jetzt werden wir sehen, ob eure unschlagbare Ignoranz mich davon abhalten kann, euch aufzuschlitzen. Oh, halt! Keine Bewegung, Schurke. Heute früh dachte ich noch, dass es ein langweiliger Tag werden würde. Und jetzt treffe ich den berühmten Thunderlord. Seid gegrüßt, alter Bock. Es ist wahrhaft ein Vergnügen, euch zu sehen. Schweig! Wieder der Finsternis. Zurück! Wenn ihr verschwindet, mögt ihr vielleicht am Leben bleiben. Und den nächsten Morgen noch erleben. Das glaube ich nicht, alter Mann. Wenn ich zurückweiche, wird mir meine Herren die Eingeweide herausreißen lassen. Ihr seht, meine einzige Überlebenshoffnung liegt darin, ihr euren Kopf zu bringen. Dann wird sich eure Herren noch etwas in Geduld üben müssen. Ihr werdet euch beide in der Hölle wieder treffen. Alter Schwede. Was? Was ist das denn für ein Kerl? Mir scheint, ich habe euch genau zur rechten Zeit gefunden. Lasst mich euch ansehen. Ja. Gut. Das erleichtert mich. Alles scheint so, wie es sein soll. Seid gegrüßt, Gezeichneter. Mein Name ist Thunderlore und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, euch zu sehen. Das war verdammt knapp. Was war diese Kreatur? Das, mein Freund, war ein Drachenreiter. Ich hatte seit langem keinen mehr gesehen. Übrigens eine äußerst unangenehme Spezies. Seine Anwesenheit hier untermauert meinen Verdacht, dass der schwarze Ring von eurer Existenz erfahren hat. Das bedeutet auch, dass sie euch so schnell wie möglich beseitigen wollen. Was? Wer ist der schwarze Ring und warum wollen sie mich tot sehen? Sie wollen euren Tod, weil ihr einer der Gezeichneten seid. Vermutlich das einzige lebende Wesen, das ihre finsteren Pläne durchkreuzen kann. Und wer sie sind? Nun, das ist eine lange Geschichte. Zunächst nur so viel. Es handelt sich um eine finstere Sekte von bösen Zauberern und Hexen. Ganz kurz, ich fühle mich noch ein bisschen schwach. Ich benötige Heilung. Könnt ihr mir helfen? Natürlich. Haltet still. So. Besser? Ja, viel besser. Vielen Dank. Aber warum nennt mich hier jeder Gezeichneter? Ist das nicht offensichtlich? Natürlich, weil ihr ein Gezeichneter seid. Einen Moment. Ihr meint, ihr wisst das nicht? Was soll ich wissen? Nun ja, ich fürchte, ich muss einiges erklären und das dauert eine Weile. Seht mal, zuerst muss ich den dritten Gezeichneten finden. Da der schwarze Ring von eurer Existenz wusste, könnte er auch von ihm wissen. Ich bin nicht sehr glücklich darüber, euch alleine zu lassen. Vor allem, da ihr euch über eure Rolle nicht im Klaren seid. Aber ich denke, ihr seid eine Weile relativ sicher. Was ich euch rate ist, begebt euch zum Gasthaus zum Zwergenbrot und wartet dort auf mich. Wenn ich den dritten Gezeichneten gefunden habe, treffen wir uns alle dort. Ihr wollt mich verlassen? Was, wenn mich noch einer dieser Drachenreiter angreift? Nein, nein. Ich bezweifle, dass der Schwarze Ring mehr als einen ausgesandt hat. Sie konnten nicht ahnen, dass ich eingreifen würde. Ihr könnt euch also relativ sicher fühlen, zumindest für eine Weile. Aber verliert keine Zeit. Begebt euch so schnell wie möglich zum Gasthaus zum Zwergenbrot. Ihr habt noch andere Gezeichnete. Also es gibt noch andere Gezeichnete? Ja, es sollte 3 von euch geben. Ich habe einen gefunden und er wartet uns bereits im Gasthaus zum Zwergenbrot. Aber ich muss immer noch den dritten finden, bevor der schwarze Ring ihn erwischt. Wo finde ich das Gasthaus zum Zwergenbrot? Hier, lasst es mich euch auf eurer Karte einzeichnen. Folgt der Straße nach Süden, sobald ihr die Brücke überquert habt, und wendet euch dann nach ein paar Meilen gen Osten. Jetzt kommt der Schluck auf wieder. Gehabt euch wohl, mein Freund. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe etwas für euch, das von großem Nutzen sein kann. Ich höre.
Auf euren Wanderungen habt ihr vielleicht diese merkwürdigen, mit fremden Symbolen versehenen Plattformen bemerkt, die von drei Säulen umgeben sind. Wenn nicht, so werdet ihr sicher bald auf eine stoßen. Diese Plattformen dienen der Teleportation. In der Vergangenheit nutzte man sie, um in ganz Rivellon herumzureisen. Aber aufgrund des Misstrauens, das heute zwischen den Völkern herrscht, wurde sie außer Betrieb genommen. Das ist sehr bedauerlich. Teleportieren? Ihr meint Reisen ohne Zeitverlust? Ich habe davon in Geschichten gehört, aber wenn uns schon ein solches Wunderwerk zur Verfügung steht, warum hat man es dann stillgelegt? Ein wahres Wunderwerk, aber auch sehr gefährlich. Mithilfe dieser Geräte könnten Kriminelle beliebige Waren schmuggeln oder es könnte eine Armee hinter den Frontlinien abgesetzt werden. Ja, das sehe ich ein, aber wie können wir sie für unsere Zwecke wieder aktivieren? Die Teleporter können wieder in Betrieb genommen werden. Man muss nur wissen, wie. Man benötigt dazu eine Aktivierungsschriftrolle. Eine Schriftrolle? Ja. Leider besitzt jedes Volk seine eigene Aktivierungsschriftrolle, die zudem gut bewacht wird. Ich kann euch nur die Schriftrolle für die Teleporter der Magier aushändigen, doch auch damit lassen sich schon große Entfernungen im Nu überbrücken. Aber wie finde ich die Teleporter? Ich gebe euch noch eine Schriftrolle mit einer Karte. Dort findet ihr die Positionen der Teleporter eingezeichnet. Doch wo finde ich die Aktivierungsschriftrollen der anderen Völker? Eine gute Frage. Wegen der Schriftrolle der Elfen solltet ihr mit dem Elfenherrscher Elredor sprechen. Er besucht von Zeit zu Zeit die Waldläufergilde. Sagt ihm, dass Zandalor euch empfohlen hat und er wird sehen, dass ihr die Wahrheit sprecht. Er wird euch dann weiterhelfen. Vielen Dank, ich werde es mir merken. Über den Verbleib der übrigen Schriftrollen weiß ich nichts Genaues. Solches Wissen lässt sich vielleicht in der Ruine der Abtei hier in der Nähe finden. In früheren Zeiten wurden dort viele Aufzeichnungen verwahrt. Doch seid vorsichtig, wenn ihr dort nachsehen wollt. Seit Jahren gilt dieser Ort als gefährlich, heimgesucht von wahnsinnigen Geistern. Gefährlich? Ich muss nun wirklich gehen, Gezeichneter. Lasst größte Vorsicht walten auf eurer Reise. Das Land braucht euch. Natürlich. Das Land braucht uns. So. Hier unten schnell das Gold. Ach so, 214 Gold. Nach Aleroth Nord zum Farmland. Südost Zelten nur mit Genehmigung. Tch. Den Zauberer Zandalor im Gasthaus zum Zwergenbund treffen. Zandalor, ein machtvoller Zauberer, rettete mich vor einem Kopfgeldjäger, der einen kleinen Drachen ritt. Der alte Magier erzählte mir, dass eine böse Sekte mit dem Namen Schwarzer Ring es darauf anlegt, mich umzubringen. Zandalor sagte mir auch, ich sei ein Gezeichneter, jemand mit einer magischen Aura. Anscheinend gibt es noch zwei andere Gezeichnete. Zandalor fordert mich auf, ins Gasthaus zum Zwergenbrot zu kommen, wo er ein Treffen mit diesen anderen beiden arrangiert hat. Die Schriftrollen für die Aktivierung des Teleporters finden. Zandalor hat mir die Aktivierungsschriftrolle für den Teleporter der Magier übergeben. Er glaubt, dass der Elf Elredor mir helfen kann, die Teleporterschriftrolle der Elfen zu bekommen. Elredor hält sich oft bei der Gilde der Waldläufer auf. Zandalor meinte außerdem, dass ich in der verfluchten Abtei noch mehr Erfahrung bringen könnte. Ja, leer war unser Buch nur kurz. Schauen wir kurz hier rein. Wir haben ja doch ein bisschen was dazu bekommen. Nee. Das haben wir schon. Konstitution. Ihr könnt nicht viel vertragen und schreit schon beim leisesten Schmerz. Wie stark und geschickt ihr auch sein mögt, zu einem guten Kämpfer fehlt euch die Widerstandskraft. Na gut. Ihr seid übel zugerichtet. Wenn ihr euch nicht bewegt und eure Kräfte schont, könnt ihr vielleicht überleben. Ihr habt eine schwache magische Aura wie ein gewöhnlicher Mensch. Hier hat sich nichts geändert.
Doch Blitze seid ihr so gut wie nicht zu verwunden. Ihr könntet euch im schlimmsten Gewitter mit einem Kupferhelm auf die Spitze des Kirchturms stellen und ungestraft zum Teufel mit den Göttern schreien. Sehr gut. Das haben wir alles schon gelesen. Gut, da hat sich nichts geändert. Wir schauen uns kurz an, was uns der Zanderlord jetzt da gegeben hat. Ah, das ist die Karte mit den Teleportern. Bei Alaroth befindet sich einer. Und den haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Boah, und hier sehen wir mal, wie groß die Karte ist. Spinnst du? Teleporter der Magier. Ah, da sehen wir das Zeichen auch in der Mitte. Also bei Alaroth befindet sich ein Teleporter der Magier. Deswegen, wir gehen schnell hoch. Gehen schnell zurück. Auch aus dem einfachen Grund, weil ja doch in Alaroth einige... Also nicht nur Menschen leben, sondern zum Beispiel auch Zwerge, Elfen und Echsen. Vielleicht wissen die, was über den Verbleib der anderen Schriftrollen. Ui. 60 Rüstung, 40 Rüstung. Schon sehr gut. Aber da haben wir 2 zur Gewandtheit dazu und 5 zur Blitz. Ah. Ich weiß nicht, ob die Strategie geschickt ist. Oh Gott. Ich sehe gerade Leben und Mana von uns ist sehr niedrig. Ich weiß nicht, ob die Strategie geschickt ist, nicht gleich die stärksten Sachen auszurüsten, sondern auch ein bisschen auf die Nebeneffekte zu schauen. Aber ja. Ich belasse es erstmal dabei. So, boah, sieht das geil aus. Hier. Wir sehen jetzt hier die Flamme, die brennt, aber wir können uns natürlich noch nirgendwo hin teleportieren. Wir sehen hier auch unterschiedliche Zeichen. Hier am Friedhof können wir die Magier-Schriftrolle verwenden. Ars Magicana. Was ist das denn für ein Zeichen? Es scheint auch eine Ork-Schriftrolle zu geben. Elfen. Es dürften Zwerge sein. Eine Spinne. Oh je. Und da irgendwas anderes. Eieiei. Ja, es bleibt viel zu tun. Ich würde jetzt ganz gern schlafen gehen. Ehe wir uns mit den Heilern unterhalten. Ja, wir sind da in was hereingeraten. Wir sind ein Gezeichneter. Naja, wenn er meint. Schön und gut. Das mag ja alles sein, aber was sollen wir tun? So, mal schauen. Joram? Nee. Kann uns nichts Neues erzählen. Ich rede das jetzt nicht alles mit denen durch, sondern ich schaue natürlich, ob es neue... Gesprächsoptionen gibt. Der Zwerg Otto. Auch nichts. Ha. Ja gut, Verlatt. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber, mein Gott, es gibt Zufälle, ne? Schauen wir mal bei Lanilor. Der ist ja ein Elf, wobei wir eigentlich schon Hints für die Elfenschriftrolle bekommen haben. Nee, es geht nur um die Eskorte. Goemoe und dann noch Madaneus. Ah ja, Simon. Klar, Simon. So, erstmal Goemoe. Ah, da gibt es eine neue Gesprächsoption. Okay. Guten Morgen, Mensch. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Goemoe, ihr seid ein Echsenwesen. Wisst ihr etwas über die Schriftrolle, die vom Echsenvolk für die Aktivierung der Teleporter benutzt wird? Ich weiß nicht. Nun gut, Mensch.
Ihr habt Malaneus gerettet und eure Redlichkeit bewiesen. Ich gebe es zu. Ich habe die Schriftrolle mit dem Aktivierungsspruch der Echsenwesen für den Teleporter. Ihr habt die Schriftrolle? Könntet ihr mir sie bitte geben? Ja, ich habe sie. Aber warum sollte ich sie euch einem Menschen geben? Der Zauberer Zandalor sagte mir, dass ich mit den Teleportern den bösen Mächten entkommen könnte, die mich verfolgen. Zandalor hat mir bereits die Schriftrolle für die Teleporter der Magier gegeben. Böse Mächte? Und Zandalor hat euch die Schriftrolle der Magier gegeben? Er muss euch sehr vertrauen, Mensch. Und ich vertraue dem guten Zandalor. Ja, ja. Ich gebe euch die Rolle, Mensch. Ich glaube, ich täusche mich nicht in eurem Charakter. Habt vielen Dank, Goemoe. Können wir noch was mit ihm bereden? Nein. Okay, wir haben eine weitere Schriftrolle erhalten. Und zwar die Schriftrolle der Echsenwesen. Wir haben das Zeichen ja, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das ist in der Kanalisation von Verdistis. Naja, wunderbar. Gut, aber wir haben die zweite Schriftrolle. Wir haben die der Magier und die der Echsenwesen. Wunderbar. So, Simon, hast du uns noch? Nö. Dann fehlt nur noch Malaneus. Der alte Schlawiner. So. Sehr interessant alles, was hier gerade passiert. Ich rate euch, Alaroth im Schutze der Nacht zu verlassen. Wenn wir tatsächlich gegen diese Seuche in Flussheim vorgehen wollen, benötigen wir einen bewaffneten Geleitschutz der herzoglichen Armee. Gut, aber es gibt keine neuen Dialogoptionen. Und ja. So. Ich quicksave jetzt kurz. Freunde, das war's mit der Aufnahme. Wir haben doch einiges Neues entdeckt. Es geht eine Seuche in Flussheim um. Georg wurde ermordet und wir sind ein sogenannter Gezeichneter, hat uns der Magier Zandalor erzählt, der sehr mächtig zu sein scheint. Ich meine, er hat uns von den Toten zurückgeholt, er hat einen Drachenreiter besiegt. Und ja, mal sehen, wie die Ereignisse weitergehen. Ein Kult namens der Schwarze Ring jagt uns. Ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mich eigentlich an kaum noch was erinnern. Fällt mir gerade auf. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir diese ganzen, ja, grausamen Ereignisse erforschen und hoffentlich weiterkommen. Wir sollten das nächste Mal das Armenviertel erreichen. Das Armenviertel, das Farmland stand unten auf der Karte. Das Armenviertel ist von der Seuche heimgesucht worden, genau. Aber das Farmland stand ja unten auf dem Schild. Das kommt als nächstes. Vielleicht können wir da ein paar Quests erfüllen und den nächsten Aufstieg feiern. Bis dahin wünsche ich euch, ja, einfach einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Und es hat wieder riesen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Odin. Ciao, ciao, meine Freunde.